Herzlich willkommen bei der Bibel zu viel mehr von euch mal dann einmal. Heute schauen wir von Dame ein Feature an mit Jack Unterweger auf den Track Liveboard. Also es wird so wie sich es gerade anhört, wird es etwas österreichisch. Ich bin gespannt, ich freue mich. Der Vorschlag kam von dem netten Bernd M. Er hat geschrieben, du musst. Also, er hat eine Anweisung geschrieben, wie ich das Video finde. Ich glaube, es ist nicht das, was ich jetzt angucke. Weil hier steht drauf geschissen. Es gibt einen Solo-Track von Dame. Der hieß, also auf der Album, auf den Hip-Hop lebt, Volume 1. Hat dem einen Song, der heißt Truff geschissen. Das stimmt. Ich glaube, den anhören soll. Aber er steht, hat dazu geschrieben, Dame featuring Jack. So. Bernd, falls du es sehen solltest, soll ich mir den anderen Track dann auch geben? Also Truff geschissen von Dame, also das Solo-Ding? Wenn ich mir jetzt alle Fälle das Ding jetzt geben werde. Ich werde das nicht durchstreichen. Ich lasse das schön dort stehen. RDL Door präsentiert. Hip-Hop lebt. Volume 1. Das Ding ist 7 Jahre alt, Alter. 2011. Geht los. Der gute alte junge Dame am Start. Heiß und hungrig nach Hip-Hop. Und deine Mutter auf der Leinwand. Leute wissen Bescheid. Wahrscheinlich nicht, wie das Kind so gehört. Ich glaube, jetzt macht Discord gerade ein Update. Nein, egal, scheiß drauf. Wir gucken es jetzt. Jack Unterweger, Lie Want, featuring Damon. Jetzt wird Web wieder leibern, also spiele die beleidigte Leberwurst. Welcher Aldi war nicht dankbar, wenn sie mal Peter tut. Sogar das klingt bitte wie Kroko-Jack. Wie hieß der früher Jack Unterweger? Mal gucken. Die da mal nachgeschworen haben gesagt, das packt ihr wollen. Sie haben gesagt, geht her, Wurm. Wir kennen sie nicht aus, also das mit uns was wollt. Ist so ein Wald, da man nicht lang, wo man am 80 bekannt. Das ist mein Schwanz, das ist der Hand. Weißt, wie es die Nudeln besser machst? Nehmen wir mal den Schlecker mal. Jetzt wird er dann langsam richtig hart, weil er weiß, dass er fern viel kriegsen war. Ich frag, ist das nicht ein Riesenrohr? Sie sagt, der Ding war schwer, viel zu war. Sie streichen meine Nockerl, meine Glockerl, reibt mein Schnockerl und schlägt sie in ihr geiles Goschall, ihr feuchtes Vollzahl, ihr Lockerl, ihr Vorschall. Das ist doch Kroko-Check, Alter. Mal ohne Witz. Das ist doch Kroko-Check. Okay, also hieß er früher Jack Unterweger. Okay. Was sonst sagt man sogar noch irgendwas? Jack Unterweger. Oder Unterweger? Scheiße, gab's da noch einen? Der Unterweger hieß? Ich weiß es gar nicht. Aber da sagt man sogar was, der Name. Ich weiß auch echt nicht, woher. Es gibt wahrscheinlich wieder ein paar schlaue Leute mit den Kommentaren, beziehungsweise in der Community, die wissen das. Woher ich ihn hätte können, also kennen können. Also der Name zumindest. Ich bin mal gespannt. Ob es jetzt der erste Part, der Einstieg, alles so? Zucker. Richtige, schöne Zuckerwatte. Pink. Nee, blau. Ich such sie braucht und komm jetzt findet. Ich weiß genau, wie man den Schmerz in ihrer Wunden lindet. Ah, dieser Ficker. Sie jammert bloß von A so geil und hier nicht auf Checkbon. Ich sag, ihr spricht mir nicht über so noch zum Ausdenken. Ich ficke die Steigel durch und treib zu Weißglut. Ich bin der Ficke die Beischaltur. Ich springe die Spritzkleid, ich geh die Eigeltour. Dit's für Zöpf in der Leib und 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 dit's. Oder sind das zwei Charaktere? Also Jack Unterweger, also der eine ist Jack, also Kroko-Jack und
Unterweger, Punkt, 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 Punkt. Du könntest mal so erklären. Oder das ist einfach nur ein Sample. Was es natürlich auch sein kann. Aber der erste Part von Jack Unterweger mag ich. Also, was willst du da sagen? Ne? Es ist einfach Zucker. Also, es kommt Dame. Jetzt bin ich mal auf Dame gespannt. Ob er jetzt auch so, sagen wir so, sexistisch asozialen Texte raushaut. Aber ich denke eher nicht. Denke ich eher nicht. Ich zirk mit dem T-Boy in Schlauch, dem sie ist ein Grill, na das jetzt hier mich erforst. Ich hab nans im Griff, die Glock ist damit der riesiges Loch in den Kopf. Und die City gibt uns Props, da ich Bier und vier Kleid durch die Innenstadt. Glaub's wirklich, da gehate, bringt sie was. Mal schauen, ob sie mir fast mit dem Sicht verdrockt. Das hält mir Kopf zu brechen, wäre ein Schnitzel, ich auf die Glatsch. Spaß auf beim Vierviertel-Dog. Und schau, ich Schicht im Schacht. Dein Rap ist wie ein Kissenschlacht. Unser Rap ist aber mit zwei Teilen immer mit Hitler-Bord. Jetzt wird Rap wieder live und Alter. Jetzt wird Rap wieder richtig org. Jetzt kann man Rap wieder feiern, Alter. Jetzt wird Rap wieder richtig roar. Wir gehen die Richtung. Alter, Schwede, hat er mal ein paar Diss ausgeteilt, der Gute. Eieieiei. Also jetzt gegen bestimmte Personen, sondern aufs Allgemein gehalten. Ein paar allgemeine, harte, asoziale Lines. Sagen wir es mal so. Allgemein gehalten, natürlich. Aber, eieieiei. Man merkt, der ist hungrig, Alter. Der merkt das. Man merkt richtig, der ist hungrig. Der will. Richtung vor, stängen auf der Bühne mit der Chick in dem Ohr und wir ficken die Weiber. Es geht in die Foot, ins Maul und spritzt wie den Ohr. Streus, voll. Er bringt doch solche Lines. Das ist wahrscheinlich der schlechte Einfluss von Jack Unterweger. Weiter so, mein Junge, weiter so. Die Hände zum Beten hoffen, das war alles, das ist nun längst nicht gewesen, weil die hat geil Stängen auf die Sentinels, mein Schwanz gibt seit Tagen Standing Ovations. Jeder Büße. Oh fuck, Alter, der ist ohne schlecht, der ist echt ohne schlecht. Mein Schwanz gibt seit Tagen Standing Ovation. Alter Schwede, der war echt. Sein Senf zu geben, aber jetzt sind wir da und zu ficken des Biss. Rappers haben wie moin noch zwei, sie verbindet der Strich. Sie sind nah in Sympathie und hassen das Wort Seifenoper. Und sie bleiben Opfer, weil für die Motherfucker Hobby am Maschinen quer im Geigenkoffer. Yeah. Also, der Part war ohne schlicht von dem. Der war echt Zucker, na echt? Der war Sahne, Alter, der war richtig Sahne. Es wird natürlich nichts mehr kommen. Also jetzt textlich jetzt, es wird wahrscheinlich immer nur dasselbe gelaufen mit ein paar Beatwechsel, das ist nicht so eintönig langweilig wird. Ja, okay. Könnt ihr gerne drauf. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt, wahrscheinlich. Freunde von niemand? Okay. Gab's schon 2011 die Freunde von niemand? Chakusa, Wichser, featuring Jack Unterweger. Ja, hier ist der, also hier ist der Song von Dame drauf geschissen. Chakusa, Reaching Check Unterweger. Oder ist das so ein Charakter von Coco Check? Ich hab keine Ahnung, Alter.
Schade, ich kann es echt nicht sagen. Aber jetzt, für mich klingt Jack Unterweger so wie Kroko-Jack. Ich kann mir echt nicht helfen, Alter. Ich kann mir echt nicht helfen. Halt dein Maul. Also, meine Damen und Herren, also ich bin überrascht, positiv überrascht. Definitiv. Beide Parts geil. Auf die eine Art und Weise. Hat aber dem seine rebellische Seite gezeigt, du. Ihr wisst Bescheid. er muss echt zugeben, das war echt nicht schlecht. Und wenn ich jetzt wieder die Hälfte nur verstanden habe, also das Asoziale habe ich verstanden, was zwischendrin war, habe ich nicht so mitgeschnitten und das mit den Schießen habe ich auch mitgeschnitten. Also, nicht alle Wörter habe ich verstanden, aber vieles. So. Ihr könnt ja gerne über die Kommentare schreiben. Meinung, Kritik, Vorschläge. In der Infobox wird der Kanal, der Song. Ob Jack Unterweger einen Kanal hat, keine Ahnung, werde ich gucken. Dames Kanal wird auf alle Fälle in der Infobox sein, verlinkt. Fuck, was war's noch? Also Social Media Plattform von mir auch. Und Bernd M, du weißt Bescheid. Wenn ich mir den Track von Dame, also den Solo-Track Dame, drauf geschissen reinziehen soll, schreib's in die Kommentare. Beziehungsweise die anderen Leute können das ja auch gerne in die Kommentare schreiben, da tue ich die einfach dann zusammen erwähnen. Aber ich muss echt, ich bin positiv überrascht. So, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein, Leute, und macht irgendwas Sinnvolles.